Hammer! Kann man hier irgendwo Munition rumfliegen? I hope so. Alles wundertoll und schön. Aber ohne Munition bringt mir das jetzt alles erstmal nichts. Meine Sensoren registrieren ein Mineral, das nicht in meiner Datenbank steht, Pathfinder. Sollten wir es für Chief Lucan scannen? Es würde seine Geophysik VE deutlich verbessern. Okay. Und jetzt müssen wir hier hin. Wie komme ich dorthin? Platte nehmen wir mit. So, okay. Frage ist nur noch, wie kommen wir dorthin? Und wo kriegen wir Munition her? Das ist die andere gute Frage. Gehen wir es an! Okay, ich bin komplett ohne Munition. Ich habe Munition gefunden.
Scheiße, keine Muni mehr drin. Ach. Dingens, zum Schießen. Ich sehe halt von dort gar nichts und hier sehe ich eigentlich genauso wenig. Komm, zeig dich. Zeig dir ein schönes Köpfchen. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Weshalb wir jetzt mal weitergehen. Wir müssen sie ja nicht die ganze Zeit aufhalten lassen hier von irgendwas. Aber hier auf der Höhe will er uns ja treffen. Nee, will er nicht. Er möchte uns unten treffen, okay. Kommen wir hier runter? Sicher irgendwie? Ja, einigermaßen sicher sollte es hier runtergehen. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Munition. Gut, lassen wir das mal. Okay, nehmen wir mit. Man sieht hier relativ wenig, aber ist ja egal, wir haben ja vor uns diesen Questmarker. Da ist er ja. Er ist hier. Ich muss nur. Alles okay mit ihm? Es hilft, wenn ich meinen Geist beruhige. Das alles ist mir vertraut. Eine, zwei, drei Vertiefungen. Die Handfläche hierhin. Hat funktioniert. Wow. Er ist ganz in der Nähe der anderen. Und trotzdem hat ihn nie jemand gefunden. Die anderen Relikte in der Gegend könnten verhindert haben, dass er durch Scans entdeckt wird. Wir waren Reliktmaschinen. Zorai konnte sie stoppen.
Wie hat er gelernt, Reliktech zu verwenden? Es ist ja nicht so, als gäbe es dafür ein Handbuch. Sorai hat den Aufsehern zugesehen. Das ist alles, was ich weiß. Und ich bin mir nicht sicher, was es bedeutet. Die anderen haben geschlafen. Aber Sorai... Aber ich bin wach geblieben. Ich konnte mich nicht bewegen, sondern nur zusehen. Und lernen. Das klingt nach demselben Stasefeld wie bei dem ersten Monolithen. Womöglich konnte Sorai die Auswirkungen ja irgendwie abschütteln. Und das hat ihn vielleicht verändert. Noch eine Tür. Hier. Zwei Türen. Hier ist etwas. Ich erinnere mich. Die Schöpfermaschinen ermüden mich. Körper und Geist müssen auf ein Ziel ausgerichtet sein, oder der Versuch schlägt fehl. Ich muss weitermachen. Ohne die Monolithe versagt das Gewölbe. Und ohne das Gewölbe wird der Planet sterben. Jetzt fehlt nur noch einer. Ich habe es fast geschafft. Die Weisen haben sich geirrt. Sorai war eine Frau. Das war ihre Stimme. Meine Stimme. Würden Sie mir das überlassen, Pathfinder? Es gehört Ihnen. Es hat schon immer Ihnen gehört. Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Oh, was willst du scannen? Dieser Pilz strahlte zu geben eine ziemliche Reaktion seiner sanften Blocke nicht ab. Es ist übersät mit Insekten, die anscheinend seine Biolumineszenz übernommen haben. Wahrscheinlich als Resultat ihres Konsums des Pilzes. Organisches Gewebe. Den Daten zufolge ist es sehr alt. Und angaranisch. Das ist Sorai. Sie ist hier gestorben, bevor sie den dritten Monolithen erreichen konnte. Das war ich. Ich würde gerne mehr Zeit hier verbringen. Aber nicht jetzt. Der dritte Monolith muss ganz in der Nähe sein. Kommen Sie, gehen wir. Hier lang? Ja. Das alles hier fühlt sich vertraut an. Da ist doch der Monolith. Der verschwundene Monolith. Endlich. Der ist ein bisschen tiefer als die anderen. Was haben wir da noch? Möchtest du also gucken? Ah, das war ein Behälter. Nehmen wir natürlich mit. Ja, dann gehen wir mal runter, weil hier oben ist, glaube ich, nichts mehr. Ein Erinnerungsauslöser? Sieht beschädigt aus. Keine Ahnung, wir gehen das mal hinten hingucken, was das ist. Noch ein Erinnerungsauslöser? Ja, aber meine Speichermatrix ist immer noch blockiert. Es sind weitere Auslöser erforderlich. Gut, dann kümmern wir uns jetzt mal um diese Konsole da hinten. Vollbracht. Sie haben zu Ende geführt, was Sorai vor all dieser Zeit begonnen hat. Es tut mir leid, Tavos. Es gibt nichts, was Ihnen leid tun müsste. Sie hat zwar ihr Ziel nicht erreicht, aber sie ist auch nicht gescheitert. Die beiden Monolithe, die sie reaktiviert hat, haben Haval am Leben erhalten. Ohne sie
wäre der Planet schon längst tot. Gehen Sie zum Gewölbe, Pathfinder. Ich denke, ich werde noch einen Augenblick hier bleiben. Ich muss über vieles nachdenken. Tu dies. Die Zeit hast du dir verdient und wir reisen wieder nach oben. Gravitationsschacht. Das Gewölbe müsste offen sein, Pathfinder. Müsste, sollte, ist, tun, tut. Wo ist dieser Eingang zum Gewölbe? Ist es das? Keine Ahnung, wo das hier ist. Das ist Gewölbe. Ich würde gerade, das ist da. Gut, dann reisen wir einmal kurz hier hoch. Da muss ich da hochlaufen. Ja, fast wie ins Auge gegangen, das Ganze so. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir auch während dem Stream. Das ist ja keine Nebenquest wirklich, das ist eine Hauptaufgabe. Das heißt, wir lassen das Ganze mal so weit liegen. Und werden wieder zur Tempest reisen. Allein das mit den Monolithen dort schon zu machen, wäre ziemlich blöd, weil das hätte ich auch lieber gerne im Stream gemacht mit allen. Scheiße. Egal. Genauso wie auf erst die Basis angreifen. Das würde ich auch lieber gerne im Stream machen. Es gibt nicht mehr so viele Missionen, die wir machen können. Wir verlassen jetzt Tabal. Die Brücke gehört Ihnen, Pathfinder. Sehr gut. Wir kümmern uns hier später drum. Wir sind hier ja eigentlich schon fast fertig mit dem Monolithen im Gewölbe. Das heißt, was machen wir jetzt? Können noch einmal mit allen reden. Kann ich bestimmt, aber eigentlich habe ich nicht so Lust, vorbeizukommen. Statuskontrolle, wie schaut's aus? 3 Belohnungen, na dann. Sammeln wir mal alle ein. 100 Mitstraßenpunkte. Minerallieferung und Creditlieferung. 57 Credits sind heiß. Apex-Missionen sind noch am Laufen. Am Laufen und am Laufen. Gut. Wo ist Cora eigentlich? Ist Cora nicht da unten? Ah doch, die läuft da hinten um. Gut. Sie haben beide Biotik? Sagt man das so? Ja. Allerdings ist die Asari-Biotik ein paar hunderttausend Jahre weiterentwickelt. Die Menschen holen auf. Die Menschen zu Hause vielleicht. Sie haben 600 Jahre lang den Unterricht ausfallen lassen. Wo sie recht hat, sie recht. So, wir gucken da einmal kurz in die Mails, weil das Unterhalten bringt gar nichts. Sie haben ja schon alle Themen durch bei Cora. Problem auf Volt, ach ja, das hatten wir schon. Da gibt es auch keine neuen Mails. Ja gut, wir haben ja noch Nebenquests gemacht. Normal kommt da nichts Neues dazu. Rüstung, wichtig. Initiative 3, nein. Ah, hier haben wir nochmal die Ranger-Rüstung, die haben wir eh schon. Zurück.
Mechanisch? Warte, wieso haben wir die Kettpanzerung? Wir rüsten die wieder aus. Weil wir eh momentan mehr mit den ganzen Sachen arbeiten. Wir können aber mal, gerade wenn wir eh schon dabei sind. Tech. Verbrennung ist eigentlich auch ganz geil. Wunderschön, und das setzen wir hier auf Werfen. Was ist Hilfssysteme? Okay, das brauchen wir nicht. Bestätigen. Okay. Auch okay. 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 Biotik. Wir haben Schockwelle. Die kann man nämlich nur im Nein, Schockwelle wollen wir gar nicht. Nova haben wir. Anti-Schild, 60 gegen Dingens und 30 Schaden oder 100% Schildkosten. Oh nein. Bestätigen das auch noch einmal. Volle Kraft. So, und jetzt im Kampf, was können wir hier noch machen? Stolpertruppmine, Pistolen, Präzisionsgewehre. Oh, den Schaden. Ja, warum nicht? Ist keine Kraft, das ist einfach nur mehr Präzision, Kopfschuss, Schwachpunktbonus. Ja, nice. Jawollo. Du hast 16 Punkte, das heißt, die stecken wir mal hier in Defensiv. Widerstand 20, nehmen wir das auf jeden Fall. Nicht auf Secret, bis eine persönliche Version, okay. Dann gehen wir hier noch drauf. Kräfteschaden, Kräfteschaden, was haben wir hier? Schrot finden, na, Kräfteschaden. Ah, kann ich nicht. Schade, machen wir schon mal einen Kräftestufe 2. Zurück. Jawoll, Joy. Durchschlagende Kugeln, Unterstützungsfeuer. Von Jarl abgeschossene Gegner verursachen weniger Schaden. Anders kann doch nicht mal sagen, ich Mission für ihn nicht habe. Genau. Stätige ihn. Ich weiß nicht, ob wir die überhaupt immer mitnehmen. PB gucken. Rüsten wir auch mal noch auf, aber dann würde ich auf Zorn gehen. Überlebenskünstler. So, und jetzt? Was haben wir hier? Schwere Schwertregeneration. Maximal Schildleistung. Nee, machen wir das dann. Alle Kräfte, Aufladegeschwindigkeit, Kraftschaden, Kraftstärke. Kräftewirkungsbereich. Nee, da darfst du noch ein bisschen. Sie schießt ja auch ein bisschen um. Bestätigen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns
Bis nächstes Mal auf YouTube wieder oder halt, wenn wir zu der auf Twitch ein bisschen unterwegs sind. Bis dann, macht's gut.